Couch TV. Yeah. With Torsten. Hello, hello. Hey now. Loves you, baby. Baba Booey. Ja, jetzt ist es ein Jahr her, dass ich nicht mehr weg war, weil vor einem Jahr kam ich aus Spanien zurück, war natürlich erstmal recht froh, wieder hier zu sein, weil das hier natürlich alles komfortabler und geordneter ist, weil das andere war mehr oder weniger so ein Campingzustand. Die Fahrt war fantastisch, war auch komischerweise an dem Tag wahnsinnig, waren wir jetzt auch, dieser eine letzte Tag. Ein Jahr ist es jetzt her und ich frage immer Leute, die mir erzählen, ja, wir waren im Urlaub. Ja, aber du musst ja die ganze Zeit die Masken aufhaben, weil ich bin schon quasi außer Atem, will ich nicht sagen, aber ich reiß mir die, wenn ich aus dem Supermarkt komme, raus. Wie lange bin ich im Supermarkt? 20 Minuten vielleicht, 25, wenn es hochkommt. Aber wenn ich da jetzt stundenlang sitzen muss, ja, und dann fliegst du irgendwo hin. Wie lange dauert das? 2 Stunden? 4? Dann bist du in der Halle. Also du hast die Maske ja dann mehr oder weniger auf. Ja, 6, 7 Stunden. Wie halten das? Würde ich sagen, ja, ich habe die mal zwischendurch abgenommen, aber gut ist es nicht. Das ist jetzt aber krass. So lange hier in der Stadt, das bekommt mir ja überhaupt nicht. Ich musste neulich eine Person, ich glaube eine Frau, wenn die so hässlich sind, da unterscheide ich das nicht, die habe ich angeschnauzt, weil die genau neben meinem Ohr ihre scheiß Hundepfeife abgepfiffen hat. Die hat schon die ganze Zeit da rumgepfiffen. Ich habe angenommen, dass sie so dezent ist, dass sie, wenn jemand neben ihr steht, eine zivilisierte Person wie ich, dass sie dann diese Hundepfeife nicht benutzt. Die, ja, müssen wir nicht reden, natürlich nichts nützen, weil wenn die mir schon das Trommelfell zerschneidet, dann ist es für den Hund eine reine Folter und natürlich kommt der Hund nicht. Kein einziger Hund ist jemals gekommen, wenn diese komplett Arschlöcher mit den Hundepfeifen dastehen. Hat halt nur blöd geguckt. Ich habe die angeschnauzt. Hört sie auf damit, dass ich normalerweise versuche ich ja die Leute zu ignorieren und versuche mir Watte in die Ohren zu, aber du gehst da vorbei und dann pfeift die in diese, das ist für mich ein grauenvolles Geräusch. Ich weiß nicht, wer diesen Idioten das eingeredet hat. Man muss es doch irgendwann dann auch merken, man pfeift auf dieser scheiß Pfeife rum, aber wahrscheinlich geht es nicht darum, dass der Hund kommt, sondern dass man anderen Leuten, zivilisierten, sophistizierten, sensiblen Menschen wie mir, auf die Nerven geht. Zugvögel, die haben es ja ziemlich lange ausgehalten. Dazu gehören ja auch Störche. Ich habe neulich eine ganze Ansammlung von Störchen gesehen, was man ja nicht so oft sieht. Ich würde sagen, nie. Ich habe das im Süden, vor zwei Jahren war das irgendwo, war das in Spanien, muss in Spanien gewesen sein, wo es unglaublich viele Störche gab. Aber jetzt hier im Herbst haben die sich wohl zusammengetan, um also einen Pulk in der Reisegruppe wohl in den Süden zu fliegen. Offensichtlich scheint es hier nicht so zu schlecht zu sein, weil es gab ja schon mal ein paar kalte Tage und kalte Abende. Oh, das ist das Beste, was es gibt. Oh, wenn man so kalte Füße hat, man kommt nach Hause, hat eisige Füße und dann stößt du dir noch den kleinen Zeh an irgendwas an, an irgendeinem Fußständer von einem Stuhl oder irgendwas. Oh, Zugvögel, die haben mich schon immer fasziniert, weil ich finde es so erstaunlich, dass die ihren Weg in den Süden und natürlich auch zurück völlig ohne Navi und Kompass finden. Wäre allerdings noch erstaunlicher, wenn sie es mit Navi und Kompass finden würden. Im Podcast ja inzwischen, ich nenne das jetzt mal leinhaft Geotracking, die entsprechende Werbung für dein Land ist. Also das heißt, du kannst einen englischen oder amerikanischen Podcast hören, dann wird aber da die, weil die das mitkriegen, wo du das runterlädst, wie das genau funktioniert, das kann dir, frag bloß keine Leute. Ich habe mal das 2, 3 Leute, da wird ein Schwachsinn gelabert. Ja, so total einfach und so. Nein, einfach ist es sicher nicht, aber es geht. Also dann wird dir da die Werbung von deinem Land vorgespielt. Wenn ihr das beispielsweise in Boardman, Oregon oder in Chi-Town in Chicago hört, Couch TV, dann wird da logischerweise, obwohl ich hier die ganze Zeit Deutsch rede, da wird das ja eingespielt. Nur wenn man dann diesen Mafia-Killer hört, also wenn er spricht von dem 85er-Hit Sparks Steakhouse
Paul Castellano und sein Vize werden geklippt. Sammy the Bull hat alles organisiert. And then we moved in and we all had walkie-talkies and over there. Und dann der Rewe-Lieferservice und dann noch diese schlechten Sprecher, die die jetzt hier immer beschäftigen, diese ganz schwachen, wo du immer merkst, dass die es ablesen. Oh, grau. Alle so, grauenvoll. Und dann knallt das rein. Also es passt halt überhaupt nicht zusammen. Ja. Man kann es ja Gott sei Dank weiterspulen. Das habt ihr auch schon gesehen auf euren personalisierten Google-Seiten. Da gibt es dann immer so eine Institution, die bläht sich so auf, als wenn sie das absolute Korrektiv ist. Ich glaube, es heißt auch Korrektiv, die also Nachrichten, Meldungen und News und Internet-Chatter auf den Wahrheitsgehalt überprüft. Wer sind diese Arschlöcher? Was wissen die denn? Da steht dann einfach, nein, das und das stimmt nicht. Ja klar, das ist eine staatliche Behörde. Das heißt, alles, was dem staatlichen Märchenland und den Märchenerzählungen widerspricht, das stimmt natürlich der Meinung nach von Korrektiv nicht, weil das natürlich auch alles Knechte sind. Das ist natürlich völlig klar. Und es ist ja fantastisch, wie die das hinkriegen, die Flutopfer, die von der A und A-Gebiet da in Nordrhein-Westfalen, die sollen jetzt, also die Leute, die alles verloren haben, die sollen jetzt also nachweisen, was sie verloren haben. Also sie sollen jetzt also Rechnungen bringen, nur die gibt's nicht mehr, weil denen ja die Flutwellen alles weggespielt haben. Also es läuft toll und unbürokratisch. Das ist also fantastisch, wie den eigenen Leuten geholfen wird von dieser fantastischen Regierung. Und sag mal, ist nicht irgendwie da so ein neuer, komischer Zipfelmann? Und wieso reist Merkel jetzt immer noch in der Gegend rum? Wagt ja keiner zu sagen, dass sie jetzt weg ist? Ich habe noch die Reise zu dem 20-Gipfel. Kann die nicht mal aufhören, Geld zu verschwenden und ihre blöde Fresse ins Fernsehen zu holen? Die soll weg, weg, weg. Nicht, dass der andere besser ist. Und wenigstens genauso widerlich sind diese ekligen Käfer, von denen meine Nachbarin meint, dass sie Kartoffelkäfer heißen. Wir sehen so fette Käfer, die hauptsächlich im Frühjahr und im Herbst manchmal in der Wohnung sind. Die sind eklig, hässlich. Die gab's früher nicht. Ich weiß nicht, was das für eine Mutation ist. Oder vielleicht sind es auch irgendwie so Laubkäfer. Irgendwie sowas hat sie gesagt. Und die sind ja total eklig. Die sitzen überall rum und manchmal hörst du so blöd brummen und dann greifen die einen noch an. Das ist total widerlich. Es gab einen Tag, da gab es einen Herbststurm. Der war hier relativ heftig. Im Norden war er sehr heftig. Ihr glaubt es nicht. Es gab tatsächlich noch Idioten, die an dem Tag, als Äste abgebrochen sind, teilweise Bäume umgekippt sind, da gab es tatsächlich noch diese Neandertaler Vollidioten, die mit ihren Laubbläsern dazwischen gepustet haben. Übrigens, die Grünen, die fangen da an mit ihrem scheiß Tempolimit auf der Autobahn. Du kannst sowieso nicht schneller als 80 fahren im Durchschnitt. Ich weiß nicht, in welcher Welt die leben. Die werden ja in Konvois immer gefahren, da räumen die Bullen immer alles frei, wenn die wichtigen grünen Abgeordneten kommen. Deswegen glauben die, dass alle Leute so eine freie Fahrt haben, weil die fahren natürlich auch dicke, gepanzerte, schwere, benzinschluckende Mercedes-Limousinen, aber die Leute sollen alle mit dem Rad fahren, ne? Was in meinem Fall längst der Fall ist, aber dafür brauche ich keine Grünen. Ich brauche sowieso niemanden, der mir erklärt, wie man die Umwelt schützt. Das weiß ich selber besser als jeder Grüner. Das Erste, was ein Grüner machen muss, ist die Laubbläser zu verbieten, weil die eine Dreifachbelastung der Umwelt und der Psyche sind. Erstens der abartig schwachsinnige Lärm, zweitens der Ausstoß, dieses so ein Gemisch aus Öl und Scheißdreck und was da drin ist, da stinkt wie die Hölle. Ja, und drittens natürlich der ganze Asbest und krebserzeugende Scheißdreck, der auf dem Boden liegt, den wirbeln die hoch. Deswegen werden diese Arschlöcher, die die benutzen, alle Krebs kriegen und das ist gut so in dem Fall. Diese verfluchten Arschlöcher. Aber was scheißen sie sich rum, dass auf der Autobahn ein Tempolimit ist, was total lächerlich ist. Das zeigt wieder, dass sie wieder voll daneben liegen. Genau wie damals erinnern wir uns, dass die Grünen verantwortlich für den Flaschenpfand waren, vor ungefähr 20 Jahren. Dann kam raus, weil die Alkoholindustrie so stark ist, die haben sie dann bestochen. Das heißt, es wurde nur Pfand auf Wasserflaschen gelegt. Und auch die Bierindustrie hat gesagt, das könnt ihr nicht machen. Das heißt, auf Bier ist 8 Cent Pfand. Und wenn diese Arschlöcher auf der Straße rumstehen und zwei Bier gesoffen haben, da sind sie richtig starke. Bam, ja, da knallen sie auch mal die Flasche auf den Boden, weil ja da, ja, heute haben wir es ja, wir sind 8 Cent, wir sind ja richtig große Männer. Deswegen liegen überall diese Scherben rum. Und ich sage, es müsste mindestens 1 Euro, es müsste so viel sein wie neues Bier. Was meinst du, wie wenig Scherben das da gäbe? Aber auf sowas kommt natürlich so ein grünes Arschloch nicht. Aber diese Idioten haben wir jetzt, diese Vollversager, die können nichts kreieren.
kreieren, sie können nur verbieten. Verbieten dies, verbieten das und alles stillstehen. Ja, DDR halt. Wenn ihr mal ein bisschen nachdenkt über die allgemeine Weltlage. Also nehmen wir mal an, dass der Covid-Virus aus dem Labor kam, was jetzt im Moment die Wahrheit ist. Also so wird es im Moment kolportiert. Das haben inzwischen auch alle zugegeben in Amerika, obwohl sie ja an dem Tropf von China hängen. Jetzt stellen wir uns mal vor, das wäre aus einem deutschen Labor entsprungen. Da wird ja die ganze Welt anstehen und Reparationszahlungen fordern, was ja Leute sowieso noch machen von irgendwie, was 1403 mal Deutsche irgendwas gemacht haben. Aber das ist ein anderes Thema. Bei China machen die das nicht. Warum? Weil die Amerikaner in dieses Labor Geld investiert haben und weil dieser motherfucking super creep Fauci, wo es mich gruselt, wenn ich diesen Verbrecherfresse sehe, von dem immer mehr bekannt wird, was für ein Dreck das ist. Der war ursprünglich verantwortlich dafür, dass diese Experimente mit diesem modifizierten SARS-Virus im Wu-Tang-Clan-Labor gemacht wurden. Wer hat's erfunden? Nicht der Kerl selber, aber es war mit seinem Wissen ist es passiert und jetzt haben wir die Scheiße am Hals und jetzt kann ich nicht mehr verreisen, weil ich das nicht aushalte, 8 Stunden nicht mehr zu atmen. Verfluchtes Arschloch. Ich hasse diese Scheiß, diese Fauci-Drecksau. Wenn du einen perversen, pädophilen Serienmörder, der geheime Folterkeller hat und da Experimente mit so Dr. Mengele-artige Experimente, dann besetzt du Fauci. Da würde jeder Regisseur sagen, ja, es ist vielleicht ein bisschen viel, weil der so fucking creepy ist, das Arschloch. Aber China, da ist es kein Problem, weil die ja sowieso alles kontrollieren und jetzt gibt's ja angeblich Lieferengpässe. Das heißt, die Industrie, die versucht sich jetzt das Geld, was ihr durch die Lappen gegangen ist, durch erhöhte Preise wieder zu holen, weil das ist das böse, böse China-Schuld, aber wir können ihnen ja nicht die Schuld in die Schuhe schieben, weil die kontrollieren eh schon alles. In Amerika haben sie die gesamte Profisportliga in der Hand, deswegen gegen China sagen die ganzen Arschlöcher, die immer knien oder stehen oder irgendwas machen sie, was sie nicht machen sollen, aber wenn es um China geht, um Menschenrechte, kein Problem. Also verlogene Arschlöcher von wegen keeping it real, diese ganzen Wichser da. Auch unerfreulich ist, dass es ja praktisch keine Zinsen mehr gibt, also wer nicht sein ganzes Geld rausgehauen hat, der kann eigentlich das nur zu 0,01% irgendwo anlegen. Wenn du Glück hast, kriegst du noch 0,4% auf ein Jahr oder wenn du es auf 2 Jahre kriegst du manchmal sogar 0,5%, nicht 5%, wie in den guten Zeiten. Ja. Darum gucken manche, ich zum Beispiel, in andere Investitionsmöglichkeiten. Jetzt gibt es ja immer wieder diese Memorabilia-Auktionen. Dort werden popkulturelle Stücke angeboten. Beispiel wäre die Jacke, die Tom Cruise in Top Gun getragen hat, oder irgend so ein Gi, das Bruce, wie heißt der Karate-Typ Bruce Lee benutzt hat, oder die Stiefel von Julia Roberts aus Pretty Woman. Das hatte ja die Tagline, den Slogan: She walked off the street into his heart. Pretty Woman. Wobei der Witz ja ist, dass das ja eigentlich gar nicht sie war, sondern die sieht ja gar nicht so gut aus, sondern das war dieses Body-Double, die das ja auch dann immer publik gemacht hat, dass sie das war, die diesen Körper hatte und diese Beine und überhaupt, ja. Also Julia Roberts sieht nicht so gut aus wie ein Pretty Woman, aber sie hat halt dieses Lächeln und das reicht ja dann. Das ultimative Memorabilia ist ja dieses Haus von dem großartigen Architekten John Lautner, Triazon Drive, wo ich natürlich war, was in dem Film, der niemals im Fernsehen läuft, Body Double gefeatured wurde. Das sieht aus wie ein Raumschiff. Und dieses Haus hat sich der Typ vom Taschenverlag gekauft. Das ist natürlich das ultimative Memorabilia. Ich habe jetzt überlegt, wenn ich mir was kaufen würde. Es gab ja neulich schon mal dieses Rap Sheet von Manson. Das war an die 100.000. Aber ich sage mal, das Rap Sheet von Manson, ob das jetzt was für mich ist. Dann habe ich weiter überlegt, was könnte denn mal wertvoll werden? Und vor allen Dingen, was wäre auch mein Stil? Ich will natürlich, jetzt sollte ich mich besser kennen, sagen, ja, das ist bestimmt irgendwas, die Unterhose von Jagger. Ja, weil ich natürlich nur Schwachköpfe kenne. Na, das würde ich nicht machen, weil Jagger, der hat über die Jahre relativ viel Zeug getragen. Und sicher wäre man froh, sowas zu haben, weil die Stones sind natürlich ein Markenprodukt und es ist eine Fortune 500 Company, die man natürlich nicht außer Acht lassen würde. Und mir hat mal jemand erzählt, er hat ein Bild von dem Typen hier, Andy, wie heißt er, der aus New York, Andy Warhol gekauft.
gekauft mit einem Jagger-Porträt von Andy Warhol. Und das wäre also massiv im Wert gestiegen und das kann man ja nur gut finden. Ich habe aber überlegt, was könnte meine beiden Leidenschaften Rock'n'Roll und die düstere Seite verbinden? Und dann fiel mir Folgendes ein. Ich hätte gerne das Shirt von Axl Rose, was er ungefähr 93, 94 getragen hat, auf dem das Porträt von Charles Manson zu sehen ist. Darunter stand, oder auf der Rückseite stand, Charlie Don't Surf. Ich sagte, das müsste man haben. Man kann das Hemd für $20 überall kriegen. Also irgendeins, ja, wo halt dieses Motiv drauf ist. Das meine ich nicht. Ich will das Original. Und dann habe ich denen geschrieben und habe natürlich keine Antwort gekriegt. Also wie man halt an Axl Rose rankommt. Du versuchst das mit Management, du versuchst über die Merchandising-Firma, du versuchst über Twitter, über Facebook. Ja, das interessiert den nicht. Das ist ein Multi-Millionär. Und da werden ihn meine, ich weiß nicht, was ich ihm anbieten würde, erstmal niedrig anfangen. Aber das wäre was, was mich interessieren würde. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich das kriegen werde. Aber in dem Zusammenhang habe ich mal geguckt, wo er wohnt. Der wohnt im Malibu, La Tiga Canyon. Und das ist scheiße, weil das ist an so einer Hauptstraße und da ist nichts weit und breit und man kommt zu Fuß nirgendwo hin. Man muss da immer mit dem Auto fahren und das ist von allen Seiten offen und das ist, da geht der Durchgangsverkehr vorbei. Da hat der Gottschalk besser gewohnt, ne? Dieses alte herzförmige Anwesen, was er jetzt nicht mehr hat. Ich kann den nicht leiden, aber bei Immobilien hat er einen super Geschmack. Der Grund, warum Amazon vorne ist, das liegt daran, dass bei denen die Sachen klappen. Die haben mir von der, wurde euch ja sicher auch geschrieben, dass man da jetzt diese Abholstationen wählen kann. Und es klappt fantastisch. Da sagst du, also die sollen das da vorne im Bäcker-Selbstbedienungsding abgeben. Und dann geben die das da ab. Das klappt bei den anderen nicht, wenn du das bei irgendeiner anderen Firma bestellst. Weil ich mag das immer nicht zu den Nachbarn. Weil es gibt hier so und so viele im Haus, die ich nicht ausstehen kann. Ja? Jetzt weißt du nicht, ich weiß nicht, ob die wissen, wie ich heiße. Wahrscheinlich nicht. Also ich weiß nicht, wie die heißen. Ja, und dann musst du da hingehen und dann ist da natürlich der. Das war jetzt nicht so, das war ein reizender Mensch, den ich gut leiden kann. Aber das ist immer so eine Sache, wenn die das bei Nachbarn abgeben. Deswegen gehe ich lieber in den Laden oder in den Paketshop und hol mir das da ab. Nur, das klappt bei anderen Firmen niemals. Nur bei Amazon, da klappt das gut. Und hier ein weiterer Grund, warum der Einzelhandel vor die Hunde geht. Ich habe ein paar alte Latschen. Das ist jetzt nichts, was wichtig ist. Die trage ich gern, weil die unglaublich ausgelatscht sind. Aber die Sohle ist total hin. Das sind so Art Turnschuh, könnte man sie im weitesten Sinne nennen, wobei es nicht direkt Turnschuhe sind. Und die haben so eine aufgeklebte Sohle. Jetzt denke ich ja, das ist ja genau ein Fall für Mr. Minute. Moment, es gibt kein Karstadt mehr, es gibt noch so eine Art, ich weiß gar nicht, wie der heißt, hier an der Leopoldstraße, Karstadt, Kaufhof, also einer von denen, gehe ich da rein, hallo, haben Sie noch Mr. Das weiß ich jetzt nicht, gehe ich runter, frag da, und ich gehe immer noch davon aus, dass wenn man in Deutschland ist, dass die Leute da, Leute, die da arbeiten, die sprechen kein Deutsch. Jetzt irre ich da also im Untergeschoss, wo diese Mr. Minutes, Mr. Minutes, das ist so, die machen Schlüssel oder haben Schlüssel gemacht und haben auch so Schuhe, die nichts Besonderes sind, gemacht. So, jetzt irre ich da unten rum und tatsächlich, ich sehe zwar nicht im Kaufhof Karstadt, was immer das ist, sondern im Münchner Freiheit, völlig unwichtig, Untergeschoss, da sehe ich Mr. Minutes, sage ich, ja, das ist wunderbar, gehe ich da hin, ja, steht da dran, ja, leider wegen Konkurs, bla. Da tut uns leid, wir bedanken uns für die jahrelange Treue. Ja, was mache ich denn jetzt? Weil das ist ja nichts für einen richtigen Schuster, weil Schuster, die machen mit Leisten, das ist ein gewisses Handwerk, die haben einen gewissen Anspruch. Ja, und was ich habe, das sind Treter, die brauchen, da muss einfach nur eine neue Sohle draufgeklebt werden, was ich wahrscheinlich sogar selber machen könnte. Jetzt mache ich den Fehler und gehe zu einem Schuster-Fachbetrieb und zeige die dem. Dann sagt er, oh, da sind sie aber spät, da müssen sie dies machen. Sag ich, nee, sie müssen einfach nur eine neue Sohle, sie müssen noch nicht mal die alte runternehmen, sie kleben sie einfach nur drauf. Oh nee, so machen wir das nicht. Nee, das kostet 120 Euro. Sag ich, wie bitte 120 Euro um eine Sohle drauf? Ja, und dann wird halt irgendwie fast ausfallen. Ja, das ist hier nicht irgendwie Vorderer Orient, wo man das. Aber die Arbeit ist ja total simpel. Das hat ja nichts mit Handwerkskunst zu tun. Sie sollen einfach nur was draufkleben. Sie haben die Sohlen da. Sie bappen die drauf, nehmen Superkleber, was immer sie nehmen. Nein, sag ich, okay, alles klar. Mit der Einstellung, da wird er kein Licht sehen, weil diese Art von Schuhen, die so ein richtiger Schuster, die trägt ja fast keiner mehr. Wer trägt denn noch so normal? Male mit Lederschuhe. Ich habe noch drei Paar habe ich noch irgendwo rumstehen. Ja, ich trage die ja nie, weil das totaler Schwachsinn ist, den ich mal in den 80er, da habe ich mal eine Zeit lang diese
Anzugsschuhe getragen, vielleicht 10 Jahre lang. Und dann ist mir aufgefallen, dass das scheiße ist, weil bei Regen wird die Ledersohle nass. Du rutschst die ganze Zeit, ja, und du hast ja auch keinerlei Dämpfung. Deswegen trage ich jetzt nur noch diese guten Schuhe, die Jagger auf der Bühne trägt. Auch die so, nicht direkt Turnschuhe, sondern gut mit Leder innen und so. Ich muss jetzt hier die Marke nicht nehmen, weil die zahlen mir nichts dafür. Aber ich trage ja keine Dress-Shoes mehr. Und mit der Attitüde hat er sich das natürlich jetzt versaut, weil zu dem gehe ich garantiert nicht mehr. Was für ein Vollidiot. Und immer wieder erlebe ich das, dass der Einzelhandel einfach zu blöd ist, Geschäfte zu machen. Die sind einfach zu dämlich. Der muss sich da nicht auf. Und ich sage ihm ja vorher, hören Sie, das ist nichts mit Handwerks. Können Sie das mir draufbappen? Eine ganz simple Sache. Und da meint er gleich, er muss da Morgenluft schnuppern. Warum sagt er nicht gleich $30,000? Totaler Vollidiot. Ein entzückender Gag geht jetzt gerade durch Amerika. Das ist dieses Let's Go Brandon. Bei einem, der das entstand, so bei einem NASCAR-Rennen, ich glaube irgendwo in den Südstaaten, da haben große Teile des Publikums sich zusammengetan und haben Fuck Joe Biden gerufen. Der Kommentator, pfiffig wie er ist, also hat kurz gestoppt und hat, die Menge jubelt, denn einer der Fahrer hieß Brandon und feuert Brandon so und so, Brandon Lee, sagen wir mal, an und sie rufen, let's go Brandon, let's go Brandon. Das ist jetzt das Synonym geworden für Fuck Joe Biden, mit dem ja viele unzufrieden sind, weil er so eine Null ist. Der Running Gag überall, es gibt T-Shirts und alles Mögliche mit Let's Go Brandon, was nichts anderes heißt als wir hassen Joe Biden. Wobei das ungefähr ist, finde ich, weil dieser arme, alte, senile Knacker, der sollte alles Mögliche machen, der sollte nur nicht in der Schusslinie stehen. Und man wartet eigentlich nur darauf, dass er schmilzt und dass die Drähte quer gehen, weil der kriegt es kaum noch hin, wenn er dieses Ding im Ohr hat, wo die ihm jeden Satz vorsagen, dass er die Reden halten kann. Sein Sohn hat eine Masche entdeckt, wie er Kohle einsammeln kann, nämlich, dass der irgendwelche Bilder verkauft, die er gemalt hat, und dafür zahlen die Leute unglaublich viel Geld. Sowas würde die Mafia machen, die zahlen also so und so viel Geld für das Bild und die Leute erkaufen sich damit dann das Wohlwollen der Regierung und dadurch kriegen sie dann gewisse Steuererleichterungen oder kriegen irgendwelche Anträge durch, wenn sie von dem Versagen Crackhead, Bidens Sohn. Das ist natürlich eine tolle Art und Weise, Geld zu waschen, beziehungsweise Bestechungsgelder anzubringen, ohne dass es irgendwie auffällt. Sag ich, ja, ich finde das total toll und es ist total intensiv und es wirkt auf mich und dieses Bild muss ich haben. Die schmeißen das weg, aber das Geld ist geflossen und da wird dann, könnten sie vielleicht, das ist das Einkaufszentrum, was ich da bauen will, dass man da vielleicht nicht die ganze Sicherheitsumkehrung, ja, und so wird es halt hinten rumgeflossen. Im Grunde pfiffig, außer da ich das weiß, vielleicht doch nicht so pfiffig. Oh, und ich kämpfe immer noch mit dieser bescheuerten Zeitumstellung, weil das ja total blödsinnig ist, im Winter eine Stunde mehr zu haben. Im Winter brauchst du nicht eine Stunde mehr. Warum lässt man nicht einfach die Sommerzeit? Das hat nur Vorteile. Und wenn es im Winter dann jetzt um 5 dunkel wird, jetzt wird es also dann schon um 4 dunkel. Ja, ein Riesenvorteil. Also im Winter eine Stunde mehr zu kriegen, das ist so wie ein Bonustrack auf einer Yoko Ono CD. Premium Entertainment für zu Hause und unterwegs. Ja. Alle Titel gibt es unter knisterpulver.de/Alben. Klasse, halt. Knisterpulver.de Rubrik Alben. Hey now.